Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Thief. Wir sind in den Katakomben der Heilanstalt und haben ja jetzt schon die erste Begegnung mit diesen, ich nenne sie jetzt mal Freaks, überlebt. Und so viel kann ich versprechen, von denen werden wir noch ein paar treffen. Ich glaube, ich werde sogar. Oh ja, zum Beispiel den da! Alter. Oh Gott. Ja, man darf nicht einfach so leichtfertig hier über irgendwelche Scherben laufen. Oh Mann. Der steht doch jetzt hinter der Säule, oder? Nee, ist weg. Das Problem ist wirklich, viel kann ich da nicht machen. Ja, warte ich mal ab. Wie schaut's denn auf der Pfeilbasis hier aus? Okay, die Feuerpfeile, da kann ich welche von gebrauchen. Das sind. Nee, Moment. Das sind die Explosivpfeile. Nee, hä? Moment, wo habe ich die denn jetzt? Dann waren das hier die Explosivpfeile. Die sind relativ, relativ gut gegen die. Ja. Aber. Jetzt machen wir uns mal weiter auf den Weg. Ich bin gerade ein bisschen verwundert, weil. Ja, wollte ich gerade sagen, eigentlich sind da mehr unterwegs. Und, ich glaube, den schaffe ich jetzt mal aus dem Weg. Indem ich ihn. Nein! Scheiße, daneben gezielt. Jetzt. War natürlich nicht so intelligent. Da ist schon wieder einer. Das ist der vorhin weggelaufen ist. Aber der hat uns im Prinzip nicht zu interessieren, weil wirklich was tun kann er nicht. Soweit ich mich erinnere, sind hier aber noch mehr unterwegs. Also zumindest hier auch hier unten. Echt seltsam. Ich habe eigentlich so im Hinterkopf gehabt, dass hier mehr von den Viechern unterwegs sind. Bisher ist es ja noch recht überschaubar. Hier wird es im Prinzip weitergehen, glaube ich. Aber da oben liegt, glaube ich, noch ein Fundstück. Wenn möglich, würde ich es mir nämlich gerne. Unter Nagel reißen. Okay, das Licht hält auch nicht ewig an. Hallo, was machst du da? Ja. Haust ab. Schauen, muss ich auf jeden Fall hoch. Yep. Das klappt doch schon ganz gut. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, da hört man auch. Das hört man auch schon. Das ist hier das Fundstück. Sieh an, was haben wir denn da? Ha! Das ist ganz cool. Das ist so eine. Wieder mal eine Hommage an die ursprünglichen Thief-Teile. Das mechanische Auge. Und wer sich noch an die alten Teile erinnert, weiß natürlich, dass Garrett in Thief 1 bis 3 auch eben so ein mechanisches Auge hatte. Komme ich auch irgendwie runter? Ja. Okay, da oben liegt zwar noch so das eine oder andere an Wertsachen, aber. Ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, bei den Viechern vorbeizuschleichen, deswegen mache ich doch jetzt mal gepflegt den Abflug. So, das
natürlich mal weg. Hochsicherheitstrakt, okay. Dann schauen wir uns das mal an. Okay. Alter. Ich hoffe jetzt mal, dass sie da nicht rauskommen. Oh Gott. Was? Oh fuck. Okay, was ist jetzt passiert? Was ist hier passiert, Aaron? Warst du das? Ja. Das haben die auch gerade gefragt. Was auch immer jetzt gerade passiert ist, zumindest sind wir für den Augenblick mal der Gefahr entkommen. Oh, eine kleine Rutschpassage. Kann ich hier lenken? Ja. Alter. Der Mond serviert auf Silbertellern. Und ich stürze in die Dunkelheit. Mal wieder eine kleine Vision. Warum bin ich allein? Ist das Weiner? Jeder Atemzug tut weh. Creepy Statuen hier. Was war denn das? Die Stimmen sollen aufhören. Hier weit? Nee, geht's nicht weiter. Ich hier hätte geht's weiter. Besser sterben sollen. Wie kann ich atmen, wenn überall tot ist? Mit den Gefangenen stimmt was nicht. Fuck, ich hab gewusst, dass das passiert, aber ein bisschen überrascht war ich dann doch. Was haben wir denn für Zeichnungen? Ich glaube, das ist einer von den Freaks und. Oder das sind alles diese Viecher, aber so richtig genau kann ich es nicht erkennen. Boah, jetzt schon ausschaut. Garrett, wo bist du? Ich bin auf dem Weg. Ah, da unten geht's weiter. Sie verändern sich! Was ist los? Das erzählt so ein bisschen die Geschichte, was denn hier passiert ist. Sie verdienen eine Strafe. Also ich glaube, dass meine Vermutung, was diese Freaks angeht, korrekt ist. Dass es halt eben die Insassen sind, die sich durch den Kontakt mit Aaron verändert haben. Beziehungsweise mit der Urkraft. Alter, ich bin so auf den Sack. Oh, was soll das denn jetzt? Komm ich hier nicht drauf? Doch. Muss ich mal wieder das berühmte Augenschloss knacken? Okay. Aaron, okay. Wer ist hier? Nee, das bin nur ich. Alter! Schnell! Schaff sie von den Köpfen weg! Sie ist zu wichtig, um hier zu sterben! Zu wichtig, um sterben zu dürfen. Natürlich habe er mich auf sie den Schmerz gekämpft. Sie ist unsere Zukunft! Der Northcrest Bastard hat mich gestohlen. Kommst du mit mir, Garrett? Wieso hatte er ihn nicht? Vielleicht werde ich verrückt. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Den Baron. Zurück zu Northcrest Manor. Dorthin, wo alles begann. Okay. Dann scheint es wohl so zu sein, dass wir hier durch sind. Ja, offensichtlich. Dann schauen wir mal. Jäger, okay.
Du hast keine aggressiven Aktionen gescheut und deine Gegner mit allen Mitteln ausgeschaltet. Ja, das stimmt in dem Fall sogar dadurch, dass wir keine lebenden Gegner hatten. Beziehungsweise wir hatten lebende Gegner, aber die waren jetzt nicht der Rede wert. Ich bin ein bisschen überrascht, wie schnell ich die Mission jetzt durch habe, weil als ich das erste Mal gespielt habe, hat es schon relativ lange gedauert. Naja. Ist ja jetzt auch kein Problem. Wenn der Baron Aaron hat, muss ich in Northcrest Manor einbrechen, bevor es der Pöbel tut. Ich brauche Antworten. Ja, genau, das ist auch noch wichtig. Das kann natürlich sein, dass es ein bisschen untergegangen ist. Aaron lebt scheinbar noch. Zumindest, wenn wir die Vision richtig interpretieren, scheint das so der Fall zu sein. Und recht offensichtlich weiß, wenn überhaupt, der Baron Bescheid. Okay, was ist das für ein Bildchen da? Sollen wohl die Aufständischen sein? Ich frage mich, was präsentiert denn der Herr da auf der rechten Seite? Ist das eine Bombe oder? Oder ist es einfach nur ein Exhibitionist? Gott, ein Exhibitionist. Keine Ahnung. Ist längere Ladezeit jetzt. Wahrscheinlich kommt eine Zwischensequenz noch, dann dauert das das öfter mal ein bisschen länger. Ja, hätte Der ich mir doch Name des gedacht. Ungläubigen lautet Martin Halloway. Er hat mit der Wache konspiriert und die An Hoffnungsvollen den unterdrückt. Galgen! Was sagt ihr? Soll dieser Mann von Orion berührt werden oder an den Galgen kommen? Ja, Gallen Jetzt denkt kommt. ihr schon auf! Ja! Wow, die tobende Menge. Zwei Leute. Da sieht man es nämlich mal wieder. Die Götzen sind mal wieder auf Tour. Naja. Gut, wir schauen mal, was ist das aktuelle Ziel. Giftig zur Northcrest Manor in All Day. Das andere ist ja dieser Nebenauftrag. Ich sollte. Aber wie so häufig werde ich jetzt erstmal in der Taverne Wieder darüber, Herr vorbeischauen. Burke. Gleich ab. Einerseits will ich jetzt mal schauen, ob ich noch ein bisschen, mich ein bisschen besser ausrüsten kann und andererseits natürlich, ob ich Aufträge vom Besso bekomme. Obwohl, ja, ich mir nicht mal sicher bin, ob ich jetzt wirklich einen Auftrag vom Besso machen möchte. Aber nach Ausrüstung kann man auf jeden Fall mal schauen. Danach würde ich sagen, mal kurz wieder bei Hector vorbeigeschaut, dann bei Vittorio. Und dann kann man eigentlich sich auch schon wieder so Richtung Hauptmission bewegen. Ich glaube sowieso, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass wir uns jetzt, dass wir eh kurz vorm Finale sind. Und es kann nämlich sein, dass wir auch gar nicht mehr hierher zurückkommen. Deswegen wäre es jetzt ganz klug, die wichtige Mission noch abzuschließen. Nee, von Basser brauche ich da jetzt nichts. Aber etwas Ausrüstung, gerne. Etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Aha. Ah, ich habe nur 938 Gold, okay. Dafür kann ich mir nichts Großes kaufen. Pressiert denn irgendwas gerade? Naja, Breitkopfjäger nicht. Sägepfeil auch nicht, im Zweifel. Feuerpfeil eigentlich auch nicht. Explosionspfeil auch nicht. Wasserpfeil habe ich fast voll. Ich kaufe zwei Seilpfeile, schaden jetzt nie. Und stumpfe Pfeile kann man sich eigentlich auch immer holen. Ansonsten, nee, ich glaube, das passt soweit. Passt auf euch Den auf da Baron draußen. endgültig zu stürzen! Findet den Baron! Der Alter, wie Northcrest-Baron der muss abgeht. sterben! Okay, dann würde ich mal sagen, auf zu Hector.
Also sowohl für Hector als auch Vittorio gibt es eh nur noch eine Mission. Ich weiß jetzt nicht, ob man die beide gleichzeitig machen kann oder erst in der nächsten Runde, falls es überhaupt noch praktisch nochmal so einen Zwischenbereich gibt, wo man hierher kommt. Das war knapp. So, schauen wir jetzt mal. Oh, ich bekomme schon Herzprobleme. Naja, egal. Das musst du durchhalten, Garrett. Das bisschen laufen. Jo. Ich muss arbeiten. Kommt später wieder. Okay, die Mission können wir schon mal nicht beginnen, aber dann gehe ich doch mal davon aus, dass wir doch nochmal hierher kommen, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das Spiel einem praktisch verweigert, die Mission richtig abzuschießen. Und ich glaube, ich habe, also soweit ich mich erinnern kann, habe ich die die Ecto-Mission eigentlich immer direkt gemacht, wenn sie verfügbar waren. Deswegen kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass ich mir da irgendwas verbaut hätte. Ach, die Jungs schon wieder. Drehen sie schon wieder um. Wisst ihr was? Ich mache hier jetzt einen Cut und beziehungsweise eine Pause und ich sag, wir sehen uns das nächste Mal. Ich werde dann wahrscheinlich direkt bei Vittori starten, dass ihr jetzt nicht diesen blöden Laufweg euch antun müsst. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Thief. We'll be right back.